Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Ich höre Schritte. Bist du das? Junge, chill mal. Genau, wir wollten erstmal Inventar ausräumen. Ist jetzt wenig zusammengekommen. Bauen wir zwar hier, ne? Genau. Da kommt also der ganze Scheiß rein. Ancient Marble. Aha. Klingt ja sehr abstrakt. So, hiervon aber eine ganze Menge von diesem komischen Crystal Ender Mother of God. Gottzeug. Ich glaube, wir haben hier ein bisschen was von dem Zeug. Ich würde also tatsächlich erstmal Beet anbauen. Unter anderem heißt das, ich würde erstmal ganz kurz nochmal hier eine zweite Area anlegen, am Fluss direkt. Und dann dort, na gut, bis vorhin geht unsere Area. Unsere Area geht bis hier. Das heißt, ich mache mal hier ungefähr so. Ah, wobei, ich würde schon mehr vom Fluss mitnehmen. So. Ah, noch ein bisschen höher. So. Position 1. Hui. So. Zwei. Nein! Zu groß! Warum denn? Probieren wir das mal hier. Ja! Nice! Cool, jetzt haben wir hier direkt am Strand auch noch eine Farm. Das ist sehr schön. Das heißt, ich nehme hier die ganze Erde weg. Den Sand. Das heißt, den nehme ich mit Dings. Gibt es eigentlich ein Placement Tool? Jawoll, ja. Was ist das? Wie ein Placement-Tool? Wie Placement-Tool? Warum ist hier zwei? Der Schnick. Oh, das ist ein anderes Rezept. Ist teurer. Ist ja hässlich. Na gut. Ich dachte, wir können das einfach mal so direkt bauen, weil ich habe ja eigentlich Kisten und Holz in der Inventar. Bis da vorne geht unsere Area. Ich würde also auch tatsächlich direkt bis hier. Genau, hier voraus. Hier. Einfach mal unsere Area machen. Hallo. So. Und hier wäre das dann bis hier. Und hier ist keine Area mehr. Genau. So, jetzt tragen wir mal den ganzen restlichen Kladderadatsch hier ab. Bis hier müsste es ja relativ weit gehen, genau. So. So. Nein! Die gute Schippe. Was ist das denn? Ekelerregend. Was bist du? Du bist Eisen. Dann machen wir einfach mal eine Eisenschippe. Muss das mal reichen. Oh, ich habe einmal Erde vergessen.
Gut, so ein großes Bild ist eigentlich schon völlig übertrieben. Sowas brauchen wir eigentlich noch gar nicht. So viele Samen haben wir noch gar nicht. Aber hey. So, hat keiner gesehen. So. Och, der mich doch. Der ist ja schlimm hier. Hä? Verdammt. We need more dot. Na gut, muss das noch reichen. Saplings. Was haben wir denn da so da? Schnauze. Achso, haben wir alles dabei. So, das haben wir. Dann heißt das, wir brauchen erstmal noch einen Stock. So, dann können wir einmal so machen. Und einmal so machen. Und dann erstmal wunderschöne Felder ausheben. Ich weiß gar nicht mehr, bis wo das war. Hier haben wir jetzt 3. 1, 2, 3. Von der Ecke wären 3, also bis hier. Und ich glaube, bis 3 geht es auch nur. So, hier wären 3, also bis hier. Hier wären 3. Warte kurz. 1, 2, bis hier. 1, 2. 1, 2, 3. Bis hier so. 1, 2, 3. Nee, da. 1, 2, 3. 1, 2 haben wir. 1, 2. Passt. So, das alles muss jetzt auch direkt feucht werden, richtig? Und wenn ich jetzt noch einen ran mache, dann müsste der aber trocken bleiben. Hello. It's me. You can disable weather sounds and weather effects in the inventory settings. Okay. Ja. Gut, ich mach mal hier so, so. Dann wissen wir, wenn der wieder Erde wird, dann war mit der Vermutung mit den drei richtig. Oh, die geht schnell weg. Ja, der bleibt komplett trocken. Ja, und da ist er weg. Voilà. Okay, also doch wirklich nur 3. Eben, weil das mit den 4, das war ja bei Mindclone. Ist immer so schön Verwechslungsgefahr. So, jetzt haben wir sogar schon ein kleines Beet angelegt. Sehr geil. Dann haben wir nämlich auch bald mal ein bisschen Nahrung. Ja? Ich meine, wir haben eigentlich schon mehr als genug. Wir haben massig Äpfel, wir haben noch mehr Bananen. Was will der eigentlich hier? Junge, geh mal kacken. Jo. Okay, erstmal hier wieder ein bisschen aufräumen. Weg, weg. Weg, 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 weg. Weg. Du kommst auch mal rein. Und hier kommt der ganze Scheiß rein, wie das da. Wir brauchen definitiv noch mehr Leitern. So, das heißt, du kommst mal her. Dann mache ich jetzt wirklich einfach alles zum Stück an. So. Ne? Na egal. Da habe ich mich gerade wohl etwas verklickt. Hier, was mein.
Wenn mir jetzt die ganze Zeit hier auf den Sack geht, mit dem ist er gestorben. Nein, 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 nein. Deine Mutter ist da gestorben. So, na dann, let's go. Das ist, also, wie gesagt, am Anfang war es zwar sehr cool mit dem, dass er das Licht vorausberechnet, aber dass man denn hier immer im Dunkeln steht, das ist natürlich auch ein bisschen blöd. Was ist das Lied denn eigentlich? Oh, Amnesty International. Ah. Ich wusste gar nicht, dass die auch unterwegs sind. So. Schöppe. Warum haben wir eigentlich die ganze Zeit das Auto dabei? Können wir das doch irgendwas erklären? Ja? Leitern sind da. Das heißt, wir müssen hier erstmal. So. Ich hoffe gerade, dass es dieses Alien-Zeug nicht erst ab einer Tiefe von 1000 oder sowas gibt. Ich weiß mich gerade gar nicht, ab welcher Tiefe das losgeht. Mit dem Stuff. Ich meine, wir können auch noch mal zum Spawn-Bereich gehen. Ne, da war ja diese öffentliche Mine. Und da mal gucken, ob wir uns da vielleicht einfach irgendwo runterbauen. Wäre vielleicht effektiver, als hier lang zu bauen. Ich glaube, das machen wir auch mal. Das hier. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir einfach ewig am Baggern sein dürften, bevor wir hier irgendwie sinnvoll irgendwo ankommen. Gut, dann gehen wir mal zum Spawn. Jetzt weiß ich gar nicht mehr. Die Höhle, die Mine. Der Punkt war hier, ne? Genau, der Travel Net Center. So, und hier musste man da das Haus, genau. Aua. Und hier muss man einfach hinten drunter. Aha. So, Mine 3. Genau. Und wir, guck mal, hier haben wir sogar schon das erste Zeug. Ach ja, ist auch noch. Lebt doch am Arsch. Jetzt haben wir natürlich keine Fackeln dabei. Das heißt, als allererstes, glaube ich, müssen wir hier ein paar Fackeln. Wir können uns hier auch Meterlampen klauen. Da stehen fast genauso viele rum. Nein. Verdammt. Es ist schon krank, wie schnell diese Spitzhacke eigentlich ist, ne? Ganz schön dunkel da oben. Na, der gesamte Bereich ist unbeleuchtet. Aber ich schätze mal, der war schon von Anfang an unbeleuchtet, weil ich glaube mal, die Server-Owner haben ja alles mit Meterlampen ausgekleidet. Das heißt, die Fackeln dürften von Spielern gewesen sein. Ergo, war das Gebiet am Anfang noch nicht ausgeleuchtet? Und ich meine, hier gibt es ja viele Sachen, die nicht ausgeleuchtet sind, ne? Ist überall dunkel. So, dann würde ich mal sagen, gehen wir einfach mal zu einem möglichst tiefen Punkt. Ohne zu sterben, wenn es geht. Hier zum Beispiel. Und gehen einfach mal runter. Wobei ich gerade schon wieder zwei Blöcke nach unten baue. Eben nicht, sondern nur einen Block nach unten baue. Was halt dumm ist. Ey. So, jetzt sind wir relativ tief. Mal ein paar mehr Äpfel hier essen. Und dann würde ich mal sagen. Alter, diese. Das ist immer hell und dunkel, hell und dunkel. Packen wir hier direkt mal eine Laterne hin. So ungefähr. Ja, hier haben wir sogar schon Mese. Sehr geil. Können wir schon mal eine Meseschippe bauen.
Und hier haben wir den ersten guten Stuff. Jawoll. Ah, wir müssen Stuff abladen. Das hier, weg damit. Das da, weg damit. Ah, scheiße. Ja, weg da. Oh. Hm, wie ist er? Eisen. Hm, so gut das Stuff hier. So. Oh. Hier ist wieder eine Höhle. Das ist nicht so gut. Denn Höhle ist dunkel. Auf der anderen Seite ist da hinten genau das, was wir suchen. Aber auch um eine Decke. Da lohnt sich fast die Mühe nicht. Ist halt nur blöd, dass wir jetzt die Richtung nicht weiterbauen können. Das heißt, ja, drauf geschissen. Dann gehen wir halt in die andere Richtung. Oh, ernsthaft jetzt? Wie tief sind wir eigentlich? Ja, minus 22.000, sollte reichen. Kann ich euch ordentlich anlassen hier. Oh, ey. Pack die Fackel mit da hin. Denn wir müssen dran denken, wenn wir die Fackel berühren, kriegen wir ja Schmerzen. Und ich muss endlich mal Sachen hier loswerden. Das heißt, weg mit dir, 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 weg mit dir. Alle Diamanten haben wir schon ein paar. Sehr schön. Saphir. Ja, von Saphir, da habe ich vier. So. Oh, schon wieder. Okay, sehr gut, hab verstanden. Eine Fresse, was ist schon wieder los hier? Deine Mutter, was ist schon wieder? Da kommt noch mehr. Danke. Also langsam wird es langweilig hier. Wir haben auch gar kein Holz dabei, ne? Gut, dann ist die Sache eh zum Scheitern verurteilt, weil wir können keine Werkzeuge mehr bauen. Und die Holzschuppe macht eh nicht mehr lange durch. Das heißt, scheiß auf alles. Wir gehen mal nach Hause. Wo ist der? Da. Ich klappe mal erstmal einfach alles ab. Und dann nehmen wir das mit, was wir brauchen. So. Uma sibidum. Wer ist dumm? Hast du mit mir geredet? Komm mal her, du Penner. Ich schieb dir gleich mal ein paar Leitern in den Arsch. Jugendfreier Content. So. Ja, leider können wir da bleiben. Brauchen wir definitiv nicht. Was wir brauchen, ist tatsächlich Holz. Ich würde das Holz ungern benutzen. Leider haben wir aber auch gar keine Blätter von diesem Lebensbaum, ne? Da haben wir nur Holz. Warum habe ich davon keine Blätter? Oder habe ich welche? Ne. Warum haben wir vom Lebensbaum keine Samen? Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir welche gesammelt hatten.
Dann nehmen wir erstmal das Holz, mal so ein paar. So, das machen wir mal hier Stöcker. So, dann nehmen wir mal die Stöcke nämlich mal mit. Dann nehmen wir mal die. Ja, wir nehmen mal ein bisschen Mehl mit. Warte mal kurz. Wie war das jetzt nochmal mit diesem Alien-Zeug? Alien-Werkzeug, da brauche ich. Ja, genau, da brauche ich das und das. Und das können wir nicht machen, weil da brauchen wir noch das andere Zeug für. Das heißt, wir müssen da erstmal bei Mese bleiben. Ungefähr so. So, haben wir schon mal das. Und dann haben wir noch das. Und damit sollten wir erstmal relativ weit kommen. Die restliche Mese lasse ich mal hier. Und dafür nehmen wir aber stattdessen. Also genau, die Holzstücke haben wir dabei. Machen wir direkt mal ein paar Fackeln? Nee, lieber noch nicht. Ja, sind wirklich bereit für die nächste Runde. Weil ganz ehrlich, das Auto kann ich auch hier lassen. Weg damit. Die kommt auch mal hier rein. So. Okay. Ich würde sagen, Essen packe ich mal nach da unten. Und actually nehme ich dich mal mit. Nach da, du nach da. So. Das sieht doch gut aus. Let's go. So, da. Eine Kiste? Nö, ist eine offene Kiste. Aber nur mit Müll. So. Schöner Gang, actually. Tief genug, dann Fackel setzen und das zwei mal voll nehmen. Dankeschön. Dann kommst du halt da rein. Guck mal, Diamanten. Wie langweilig. Ich überlege gerade, ob wir ein bisschen das Eisen mitnehmen, aber Eisen haben wir mittlerweile auch schon so viel. Vor allem, da finden wir auch so viel. Ich glaube, nee, Eisen nutze ich nicht. Was auch immer das hier ist. Saphir. Es gibt hier so viele von diesen Sachen. Ich habe Saphir, Saphir. Es ist alles hier 50 Mal vorhanden in dem Spiel. Was ist das? Emerald. Ah, leg mich doch am Arsch. Wenigstens ist die Diaschrift auch beleuchtet. Das heißt, haben wir ganz viele beleuchtete Werkzeuge.
Quill hier immer rumliegt, Alter. Oh, noch mehr, jetzt hört aber nicht auf. Ah. Ist ja gut jetzt. Oh Gott, da geht es geht hinter einfach direkt weiter. Mein Gott, was will diese Map mit dem ganzen Gravel? Ist ja schlimm hier. Hier ist wieder Sand. Oh mein Gott. Du kannst doch nicht arbeiten. Deswegen habe ich diese Admins-Werkzeuge ganz gerne. Da kann man einfach alles mit abbauen. Aber ständig immer dieses zwischen Dingsabumster, hier Schippe und Spitzhacke wechseln, ist ja schlimm. Oh, mittlerweile sind wir schon weit fortgeschritten hier. Ah. Schau mal, guck, wir sind denn hier gelandet. Schon wieder so viel Stuff hier. Du kannst weg, du kannst weg und du kannst weg. Der ganze Kladderadschick geht auch alles weg. Ah. Wow. Warum finden wir hier nicht wirklich viel? Gut, ich weiß jetzt gar nicht, wie häufig das Zeug vorkommt, dieses Alien-Zeug. Aber es scheint wirklich sehr selten zu sein. Hier sehe ich auch nichts. Aber man müsste es relativ gut sehen, weil das Zeug leuchtet nämlich. Aber, ey. Keine Chance. Oh, schon wieder Sand hier. Yay! Endlich. Müsste aber eigentlich sogar schon fast reichen. Denn ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Hiervon brauchen wir relativ viel. Aber von dem anderen brauchen wir nur 1 zu 1. Das heißt, wenn ich jetzt die nehme und so und dann so, haben wir eigentlich schon relativ fast alles, was wir brauchen. Du kommst auch mal weg. Dankeschön. So. Du kommst nach da. Und jetzt können wir zum Beispiel schon eine Schippe bauen. Voilà. Haben wir also auch eine Schippe. Tschüss. So, dann haben wir eine Schippe. Haben wir das. Dann fehlt uns noch Schwer, weiß nicht, ob wir ein Schwert unbedingt brauchen. Ich würde erstmal eher auf Werkzeuge gehen. Sprich also. Natürlich ist das so. 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 Voilà. Klar, war die wichtigsten Werkzeuge, also eigentlich alle Werkzeuge. Easy. Genau. Ja, das soll erstmal reichen. Gut. Bam. So, dann würde ich mal sagen, können wir in der nächsten Folge dann anfangen,
gucken, wegen Materialien zusammenfarmen, wegen Haus bauen. Bis dann.